hab's gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter. Naja, also in meinen Augen ist generell so, finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn halt Open World, ich mag gute Rollenspiele, ja, aber wenn die halt zu lang sind, okay, dann hast du auch, du musst halt echt ein gutes Spiel haben mit richtig guten Stories und guten Quests, wenn es halt richtig lang ist. Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ja, er hat seine Tochter da draußen verloren und er hat eigentlich keinen Bock mehr drauf, glaube ich. Ich glaube, es ist das Problem. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Hoffentlich. Ach, Joel, sei nicht so ein Arsch. Kann ich dadurch oder muss ich den Mädels hier... Folgen einfach mal den Damen. Zusätze verbessern deine Überlebensfähigkeiten. Inwiefern? Komm ich hier durch? Nein, komme ich nicht. Also ich hätte mich ja jetzt persönlich auch durch diesen Loch, durch dieses Dingsbums da gequetscht. Ich meine, angesichts der Tatsache, wo wir gerade sind. Sag mal, bin ich blöd? Ja. Gut, wir haben eine 14-Jährige, die gegen Zombiebiss immun ist sozusagen. Wir haben Freaks und Zombies da draußen, die uns killen wollen und... Wir haben die Dame, die Tess als Boss, die uns sagt, was wir tun sollen. Klingt doch nach einer neuen Patchwork-Family. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. So Mädels, kommt mit. Gehen wir hier lang. Geh in die dunkle Kammer. Hier drüben. Ich rate, ich muss das Brett hier nehmen. Nee? Ich habe falsch geraten? Interessant. Jetzt hat das Spiel wirklich mein Interesse geweckt. Hey, Tess! Komme.
Ist ja nichts drin. Ist ja langweilig. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Will mich hier aber umgucken. Wahrscheinlich schlecht geschossen. Ist das jetzt Open World? Muss ich jetzt selbst einen Weg finden? So, ich habe irgendwas. Falscher Knopf. Maximale Gesundheit. Ah, ich muss so Dingsbum sammeln und kann dann. Ah, okay. Verstehe, das sind sozusagen Skillpunkte. Ich verstehe. Kann ich ja runterfallen? Höchstwahrscheinlich. Mann. NPCs, die im Weg rumstehen. Können uns ja nicht entspannt an denen vorbeischleichen. Noch einer. Mist. Angekommen. Punkt 2438a. Negativer Kontakt bei LZ. Bewegte Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. Negativer Kontakt. Scheiß, negativer Kontakt. Soldat, Anwärter meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt. Cordyceps infiziert. Zweites Stadium beim eingestürzten Bürogebäude. Unterwegs für Untersuchung. Okay. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Gott, verdammt. Klicker. Oh Mann. Ja. Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind dahin? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie verstanden? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Mist. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Alles ist total okay. Okay. Das Spiel wird zunehmend interessanter, sag ich jetzt. Das habe ich schon seit einem halben Jahr bei mir im Schrank stehen. Hilf mir hier mal. Ein Sack voll Rindenmull. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ja. Okay.
Hallo, ich würde gerne... Achso, da muss man ja R2 drücken. Okay. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nope. Ist alles voll. Macht das Sinn, hier reinzugehen? Ah, nee, okay. Ich habe das Gefühl, im Endeffekt endet sowieso alles gleich. Richtig wüsste. Oh Mann. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Also. Okay. Komm, Große. Na los. Okay. Okay. Flicker? Scheiße. Los, los, los. Lecker, lecker, yum, yum. Können wir raus über das Gerüst? Hier geht's rüber. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Bis auf die volle Hose. Ja, mir mit Fädchen in die Hosen gemacht. Okay. Okay, das geht ja noch. Moment. Bitte die Damen. Okay, komm. Bis auf die volle Hose? Okay. Ganz im Ernst. Nicht. Gehen wir wieder hoch? Das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Komm schon, Ellie. Ja. Geht nicht geschafft. Los, nicht vom Bett. Alles okay. Wir müssen da durch. Das geht ja noch. Wenigstens stabil wäre. Hallo?
Was ist denn das für eine blöde Steuerung? Runner. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Zierte Runner können noch sehen, sei vorsichtig, Alter. Klicker zu boxen ist ineffektiv. Ja. Scheiße. Woher kamen die auf einmal? Der jetzt her? Das wäre ganz cool. Okay, ihr könnt kommen. Mami. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier.
Oh Mann, diese Switch-Steuerung, die ist mir so im Blut jetzt mittlerweile. Eisenrohr nicht, ich hab ein besseres. Erstmal hier mit, was ich kann. Die Gesundheit ist voll, verstehe. Alter Schwede. Mir macht Spaß. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Und God of War hat am Anfang auch Spaß gemacht. Beziehungsweise das Ragnarok, bis ich gemerkt habe, es ist einfach viel zu lang. Okay, das ist alles zu voll. Ich bin komplett voll. Ja, Backstein kann ich auch mitnehmen. Du bist einfach zu alt geworden. Nee, die Spiele werden auch generell immer länger, wo ich mir denke, ja, es muss aber nicht sein. Ich meine... Und grüße ich Zui. Ich habe es dieses Wochenende leider noch nicht geschafft. Ups. Wollt doch einfach nur nachladen. Mein Forbidden West ist dreimal so lang wie der Vorgänger. Irgendwie. Ich wollte eigentlich Assassin's Creed Valhalla auch mal spielen, aber das Problem ist, ich habe gemerkt... Hallo, und jetzt? Ist doch gut, wenn Spiele lange sind, hat man mehr davon. Ich bin eigentlich überhaupt kein Dead Space Fan. Das ist mir, glaube ich, zu brutal. Ich habe da viel von gelesen. Werde mir jetzt nächste Woche erstmal einen neuen Rechner holen. Da hat nämlich der Jan und die Anna Zeit. Jan hat es heute verpennt. Alles klar. Vorteil ist natürlich, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, hier aufzunehmen, aber ist okay. Wow. Dann mal los. Gehen wir es an. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ich hatte sowieso vor. Also wie gesagt, Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel hat mir vom Setting auch gefallen. Ich habe es auf ich glaube, ja, aber Resident Evil war, es ist halt was anderes. Ich weiß es nicht. Also wird auch viel gehypt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Dead Space am Anfang noch nicht gemocht. Da war ich aber jünger. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Auf jeden Fall wollte ich es eigentlich nur anspielen, aber mir gefällt das Spiel doch ganz gut. Es ist nichts Falsches dabei zuzugeben, dass man Angst vor dem Spiel hat, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht... Dead Space 1 habe ich beim Zocker Sluxy mal angeguckt und habe mir gedacht, ja, es ist absolut nicht mein Spiel. Man muss sich nicht jede Form von Brutalität geben. Hier lang. Und dass ich schreckhaft bin, ist ja klar. Allein bei Prey hat man das schon gesehen. Diese scheiß Mimics. Oh Mann, da habe ich schon den ein oder anderen Sack Rindenmulch vollgeschissen. So. Auf jeden Fall hat mich Kamazin heute stark geärgert. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Molotow. Um viele Gegner auf einmal zu erlegen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L2 kannst du Molotow im Bogen werfen, um Gegner... Hier sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotows brauchst du die gleichen Bestandteile für, wie für Medikits. Jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Kann ich das?
So, ich denke mal 1 zu 1 ist ganz praktisch. Triff dich mit den zwei Firefly-Typen beim Rathaus. Mädchen, 1,16 Meter, 14 Jahre alt, rothaarig. Okay. Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Muss ich hier lang? Da drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Im Hintergrund läuft immer noch weiter im Pokémon. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Gut, mein Gardevoir macht die. Egal, was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Ja, das Gardevoir rennt. Ja, aber 6 Stunden Arbeit, einfach nur, weil's... Klicker können dich auch hören, wenn du dich duckst. Leise antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte. Ich will zwar nichts sagen, aber... Ist das ständig nur so eine Stealth-Mission? Falscher Knopf gedrückt. Scheiße. Ups. Hä? Warum konnte ich den jetzt mit Dreieck nicht greifen? Du brauchst ein Messer. Klingen. Okay. Kann ich nicht irgendwie ausweichen? Oh, verdammt. Verstecktes Messer ermöglicht es dich vor den... Ja! Man kann natürlich nicht. Ich hab doch mal einen Stein draufgehauen. Oh, leck mich doch am Eiersack. Ich probier's mal. Verdammt! Ich habe auch eine Nahkampfwaffe gehabt.
Ein Heady reicht also nicht aus. Warte mal, ich schalte den aus. Dann könnte ich versuchen, zu dem hinzugehen. Ich hab doch... Was zum Geier? Also man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Empfindlichkeit. Eric, von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3. Oh, jetzt muss ich mir wieder Notizen machen. Warte mal. 3, 4, 3, 7. 8. Was für ein Safe. Das wäre mal interessant. Das hat jetzt was gebracht? Gar nichts. So, ich sollte versuchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich halt lang muss. Habe ich den Safe jetzt geöffnet? Oh, komm schon! Doch, die... Bumsbiene platt. Ich glaube, ich sollte echt so viel wie möglich...
auch echt nur ein Messer, ne? Oh Mann, es ist doch so eine Last. Schieß die Olle! Weg da! Oh Mann, die kommen auf. Nicht, dass sie irgendwie mal während du drücke, während du nicht zielst, R2. Oh, nicht. Also Geschichte von mir aus, aber ist absolut nicht mein Spiel. Du hast halt null Chancen, wenn du halt mal, wenn sie dich treffen, bist du tot. Unglaublich. Unfucking fassbar. Ein falscher Knopf und du bist sofort tot. Kriegen wir hin. So. Das muss ja auf normal irgendwie schaffbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das unschaffbar gemacht haben. Ich verstehe es einfach aktuell wahrscheinlich nur nicht, wie ich vorgehen soll. Sonst soll ich hier wirklich mich durchschleichen. Aber so gefährlich, die Klicker, ne? Ah.
Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist. Nicht noch irgendwo eine Klinge oder so? Wäre es mal cool, wenn ich eine herstellen könnte. Wieder machen wir es anders. Oh, komm schon! Wo kommt ihr auf einmal her? Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Warte mal, ich versuche irgendwie... Geh weg. Warte mal, ich könnte eigentlich versuchen, hier hin. Oh, komm schon. Ist jetzt nicht klappt. Wie machen wir das? Also wenn das keiner gehört hat. Thank you.
Wenn das jetzt kein Exit ist, ne? Och, leck mich doch. Bin wieder hier. Ernsthaft. Och, leck mir doch die Eierwund, ey. In der U-Bahn uns regnet. Wo soll hier ein Ausgang sein? Da kam ich doch! Wollt ihr mich verarschen? Also den dahin zu platzieren, ist doch echt assi. Ich dachte, Naughty Dog wäre nicht so ein Dark Souls Arschloch, aber scheinbar. Wollt ihr mich verarschen, weil meine Begleitung da hinten glitscht? Komme ich nicht weg?
endlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ganz im Ernst. Zielerfassung. Ich muss mal ganz kurz pipi. Hier, die YouTube-Aufnahme beende ich mal. Tschüss, bis gleich YouTube. Oder später, irgendwann, mal gucken.